Moin meine Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr es vielleicht seht, haben wir es nachmittags und ich bin auf dem Bike unterwegs. Es schüttet wie Sau. Alles klar, Bruder. Ja, ich bin auf dem Bike unterwegs. Ihr hört es vielleicht. Ja, was gibt's zu sagen? Ich habe heute Morgen schon über 40 Minuten aufgenommen. Und die GoPro dachte sich so, na Bruder, fick dich, ich nehme dich auf. Da dachte ich mir, Digga, ja, Digga. Hoffentlich hast du noch genug Prozent von GoPro, dass du den Weg nach Hause noch aufnehmen kannst. Und ja, Leute, habe ich. Deswegen seht ihr jetzt dieses Video. Ich weiß wirklich alles nicht. Kommen wir zum heutigen Thema dieses Videos, Leute. Und zwar seht ihr ja, dass ich auf diesem Motorrad ein wenig Kilometer drauf habe. Müssen wir jetzt gesehen haben. Ich glaube 21.000 oder so. 21.781 Kilometer auf den Kilometer genau. Und ich wollte einfach mal sagen, was bei dem Bike bis jetzt alles kaputt gegangen ist. Oder halt auch eben noch nicht kaputt gegangen ist. Und zwar fangen wir erstmal mit den größten Teilen an. Große Sachen, die kaputt gegangen sind, sind keine. Ist einfach so. Der Motor wurde immer gut warm gefahren. Und zwar, da ist daran nichts. Ich habe keinen Leistungsverlust, gar nichts. Ist immer noch wie am ersten Tag von der Leistung her. Warum ist der Bildschirm gerade so dunkel geworden, Lul? Ah, wegen dem Sensor. Und zwar, was sonst noch so an wichtigen Sachen vorhanden? Die Kupplung. Die Kupplung. Die Kupplung ist ein wichtiges Thema, Leute. Und zwar ist es bei der Kupplung so, dass die ein bisschen schwächer geworden ist. Also der Kupplungsschleifung ist ein bisschen nach hinten gewandert. Dazu muss ich sagen, ich habe schon einige Bars, mal so 30, 40 Stück waren es locker schon. Und das hält die Kupplung wirklich extrem gut aus. Dafür, dass ich so viele Burnouts schon gemacht habe, ist die Kupplung wirklich extrem gut. Also da auch, wenn man normal fährt, keine Verluste. Sonst an Teilen, die Originalspiegel sind natürlich absolut hässlich, Gänsehaut auch, aber da war es im Umbau, hat auch alles gehalten. War alles extrem einfach beim Umbauen. Sonst so viele Sachen. Das Display hat ein paar Kratzer gekriegt. Da habe ich jetzt auch so eine Schutzfolie drauf, habe ich mit einem Freund gekriegt. Von dem René habe ich die gekriegt. Kann ich auch jedem empfehlen, ist extrem leicht dran zu machen, extrem billig. Und wenn ihr mehr Leute kennt, die Duke fahren, kauft euch so ein Ding und teilt es mit euren Freunden. Meine Tasche ist offen für mein Handy. Teilt es mit euren Freunden, da sind 4, 5 oder 6 Stück, glaube ich, bei Amazon. Weiß nicht, welcher da geholt hat, habe ich mir einfach eine von genommen. War nice. Sonst so. Kraftstoffverbrauch, der ist ein bisschen hochgegangen. Ich hatte vorher so 2,5 Liter, jetzt habe ich 3 Liter, natürlich auch an der Fahrweise. Und ja, da ist halt auch alles unverändert. Zu Teilen, die mir kaputt gegangen sind an der Duke. Und zwar ist mir einmal vom Auspuff die Schelle abvibriert. Da bin ich gefahren, habe mir unten geguckt, wenn man hat diese Schelle da so rumgebaumelt. Und ja, das war nicht so schnieke, weil ich dann ohne Ausschalter so ein bisschen rumgefahren bin, weil ich keine Schraube hatte dafür. Ist mittlerweile wieder dran, alles legal, alles entspannt. Dann vom Auspuff die Abdeckung. Da gibt es so eine Metallabdeckung, die ist mir abvibriert. Ja, kann man einfach eine neue Schraube kaufen, das Ding wieder ranstecken. So juckt im Endeffekt auch keinen. Das ist auch nicht abgefallen. Sondern es hat einfach nur angefangen wie Sau zu vibrieren, da wollte ich es wieder festmachen, ist mir gefallen, dass keine Schrauben mehr drin war. Ja. Summa summarum, juckt es keinen, kann man einfach nur eine Schraube kaufen und es einfach wieder ranhauen. Stört keinen. Ach, man sieht nichts auf der GoPro, Mann, das regt mich wieder auf hier, ey. Ja, eigentlich juckt es keinen, wenn da diese Scheiße fehlt. Ich finde sogar, dass der Auspuff ohne diese Abdeckung viel besser aussieht. Ja, was gibt's noch so zu sagen?
Also eigentlich an sich ist alles unverändert geblieben. Wie gesagt, Öl müsst ihr halt drauf machen. Verbraucht auch jetzt noch 21.000 Kilometern. Immer noch nicht mehr Öl wie am ersten Tag. Kleines Schlückchen vielleicht. Aber das ist quasi zu vernachlässigen. Ich hab mir ganz am Anfang, als ich das Bike bekommen habe, ein Stückchen Öl, so eine kleine Kanne Öl gekauft. Mit einem Liter drin, glaube ich. Der ist bis jetzt alle. So einer. 22.000 Kilometer, 1 Liter Öl. Chillig. Also, mehr. Also, die verbraucht echt wenig Öl für einen Einzylinder. Also, ja, viel mehr Sachen gibt es eigentlich nicht, die sich verändert haben. Was mich abfuckt, ist, dass die Uhr sich immer umstellt. Und dass das Datum sich zurückstellt. Wir haben heute den 5. Ihr seht es vielleicht da, wir haben den, da ist der 4.2., wir haben den 5.2. Und es ist auch schon 12.30 Uhr oder so. 12.40 Uhr oder so. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das Einzige, was ihr halt beachten müsst, wenn ihr den Duke kauft, stellt eure Kupplung ab und zu mal nach. Ist dann einfach angenehmer zu fahren. Ich sehe gar nichts, Junge! Was ist denn das? Ja, ich müsste einfach ab und zu mal die Kupplung nachstellen. Ja, guckt, dass nochmal genug Öl drauf ist, sonst macht ihr das Bike einfach nur sinnlos kaputt. Fahrt sie immer schön warm. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich sagen, ciao, Leute!